Tragen Sie ganz einfach, wo Sie die Falte herausheben möchten, mit dem Applikator das Produkt, sprich den Beauty Pen, auf. Auch die Querfalten hier unterm Kinn sind immer sehr gerne sehr eingekerbt. Einfach drüber streichen. Hier an den Augen können Sie, wo die Augenfalten tief eingegerbt sind, einfach drüber streichen. Ich mache es jetzt bewusst nur auch mal an einer Seite, damit Sie nachher den schönen Unterschied sehen. Und natürlich auch hier oben sehr gut zu sehen bei Ihren Zornesfalten, die tief eingegerbt sind. Und natürlich auch hier bei den Stirnfalten. Und Sie können das ganz, ganz toll verstreichen. Tragen Sie nicht zu viel auf, weil das Produkt braucht einen Moment, bis es wirkt, bis es eingezogen ist. Und in der Zeit bitte auch keinerlei Mimik machen, einfach ruhig halten. Tragen Sie es auch bitte bei einem entspannten Gesicht auf, vor dem Spiegel. Und Sie können jetzt schon sehen, wie es anfängt herauszuheben. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal auf der anderen Seite, wie man es aufträgt. Und jetzt sehen Sie wirklich, können Sie zusehen, wie sich die Falten herausheben. Schauen Sie genau hin, dann sehen Sie, was jetzt passiert. Ich trage es also hier auf der Längsfalte auf, sprich die Nasolabialfalte. Dann tue ich es auch hier unten auf die Querfalten am Auge und auch hier oben auf der Längsfalte Stirn. Auch hier an der Wangen, im Wangenbereich, Kinnbereich gibt es oft so diese Schlaffalten. Die können Sie genauso eincremen mit dem Applikator und es hebt Ihnen auch hier die Falte heraus. Sie können aber auch am Hals die Falten herausheben, genauso wie auch im Gesicht, weil auch da gibt es diese störenden, meistens Querfalten, die man hat am Hals. Gerade ab einem gewissen Alter sind die alles andere als schön. Und auch hier können Sie wirklich Ihren Hals wieder schön modellieren und glatt ziehen.